Brainstorming. Ah ja. Na? Mhm. Dieter Nuhr wird sagen, da geht ein Wind durchs Hirn, das glaubt man gar nicht, ja? Brainstorming. Hui! Was ist denn das? Wenn man sich hinsetzt und über ein bestimmtes Thema nachdenkt und alles, was einem spontan dazu einfällt, aufschreibt oder ausspricht. Ja, wie erklärt man denn Brainstorming? Das heißt, das ist wirklich Sturm im Kopf oder was irgendwie? Ja, alles, was mein ich lasse mal durch mein Gehirn durchfliegen, was da alles so kommt. Was da so ist, so Wirbel, ja. Ne? Wirbelwind wird und so. Natürlich auch besser, wenn man es zusammen macht. Ach so. Ja, weil je mehr Gehirne mitmachen, desto unterschiedliche Ideen. Mehr unterschiedliche Ideen kommen natürlich dann auch zusammen. Also mehr ist auch immer besser. Beim Brainstorming kann das ja nicht verkehrt sein, ist oder? Ist das so? Hm. Okay. Ist das so? Was denkt ihr? Brainstorming? Viele Ideen? Viele tolle Ideen? Oder muss man doch vielleicht weniger irgendwie oder doch mehr? So frischer Wind, so. Ja? Weil, Also erstmal ist ja alles erlaubt beim Brainstorming. Alles, ja, stimmt. Sogar die blöden Ideen. Ja. Ja. Erstmal alles raus, was da reinkommt. Alles, genau. Ne? Ja. Da darf man dann auch hinschreiben, mehr nackte Menschen oder sowas. Ne? Das darf man da auch hinschreiben. Auch wenn man das nachher nicht umsetzt. Ne? Mhm. Ja, Brainstorming ist alles erlaubt. Ist dir warm? Nein, ist nicht warm. Aber es ist halt irgendwie... Also Brainstorming ist alles erlaubt, sagst du. Ja. Warum? Warum macht man das? Also wie läuft sowas überhaupt ab? Du sagst, man setzt sich dahin und dann macht man irgendwie eine These. Mhm. Man sagt irgendwie, wir wollen jetzt ein neues Feature entwickeln. Ne? Sowas wie, die Leute sagen, wir brauchen unbedingt ein Transportmittel für unser Spiel. Ne? Nehmen wir es als Beispiel. So, okay. Ne? Wir haben Transportmittel für unser Spiel. Mhm. Normalerweise läuft man bei uns immer so, ne? Durchs Spiel und wir hatten ja mal bei Gothic 3 geplant, im Brainstorming, wir machen ein Pferd rein ins Spiel. Hat's dann nachher nicht geschafft, aber egal, stand dann da und dann haben wir alles drumherum gedacht, so wie man das dann machen könnte, irgendwie, dass dann der Reiter und das Pferd irgendwie eine Einheit ist, dass man da auch mit handeln kann und was nicht alle, ne, mit sprechen. Das heißt, man kann einen Typen, der quatscht einen an, während man auf dem Pferd sitzt, dann macht das Dialogkamerasystem das auch alles perfekt, dass man irgendwie dann auch vom Pferd runter, man kann da Sachen reinstopfen, man kann irgendwie die Items da lagern und so und das Pferd kann man dann auch verkaufen und dann sind die Sachen weg, muss man die dann wieder egal, Umsetzbarkeit machen wir uns später Gedanken drüber, aber da muss unheimlich viel, und dann kannst du Sättel kaufen und dann kannst du eine Rüstung kaufen fürs Pferd und dann kannst du noch die Farbe einstellen vom Pferd, dann kannst du noch gucken, ob du einen Pony haben willst, ein Araber oder ein was weiß ich was für ein Pferd und mit Mähne, mit dem kannst du das auch noch frisieren, ne, das Pferd, dann kannst du auch noch dann ein Einhorn draus machen und so, das kommt alles in die Brainstorming-Liste. Dieser ganze Shit, ne, den man sich so aus die gucken, ja. What? Ja, im Grunde genommen trifft das schon einen bestimmten Punkt. Also da stand auch alles da. Ein Brainstorming damals, ne? Hat überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Umsetzbarkeit. Das ist einfach Spinnerei, ist das, Brainstorming. Ja? Ja. Das heißt, man setzt sich da hin und labert einfach irgendwie und so. Und dann haben wir dann irgendwann jetzt bei Elex gedacht, ja, naja, also die möchten also ganz gerne irgendwie ein Transportmittel. Mhm. Ja. Dann haben wir uns überlegt, was kann man denn für Transportmittel? Man kann mit dem Bus fahren, man kann mit dem Auto fahren, man kann mit dem Motorrad fahren, man kann auch mit dem Skateboard fliegen, was weiß ich. Kannst ein Dino reiten. Dino reiten, Drachen fliegen, fliegen hört sich super an. Aber das ist halt irgendwie, wäre das Beste, das Geilste für unsere Welt, die ziemlich organisch gebaut ist, damit wir keine Straßen bauen, die irgendwie auch funktionieren und dann irgendwie es Hubs gibt, wo man fahren kann und Hubs gibt, da macht es unser Pacing kaputt irgendwie, wenn du mit dem Auto fährst. Klar geht das irgendwie. Also was man machen kann aber dann im Brainstorming ist, man könnte es erweitern auf Pros und Kontras für Ideen. Ja,
Ne? Das heißt also, was würde jetzt zum Beispiel ein Auto bei uns bedeuten in einem Spiel, ne, von Piranha Bytes? Das würde bedeuten, dass man tatsächlich Straßen baut und irgendwelche Parcours, irgendwelche Arenen, irgendwelche... Und dann steht dann irgendwie der Händler am Straßenrand und sagt, ey, und dann fährst du vorbei an Freund und Feind und dann kommt irgendwie der Troll und der will dich aufhalten, fährst du dann vorbei, kannst du alles machen, irgendwie, das macht die Welt dann irgendwie größer und dann weniger dicht und das bedeutet das alles so. Mhm. Da haben wir gesagt, nee, genau. Das wollen wir nicht. Also, ne? Um das einfach mal ganz plastisch, wenn man jetzt ein ganz normales Auto einbaut, in das Spiel, so wie es jetzt ist, ja. Du würdest damit anfangen zu fahren, dann würdest du an jeder Wurzel hängen bleiben. Das würde nicht funktionieren. Also musst du es irgendwie so bauen, dass man da auch durch eine Waschwanne durchflutscht im Auto. Genau, ne? Und darum braucht man quasi Straßen, weil das Auto sonst nicht vernünftig fahren kann. Ja, oder die Alternative ist, du brauchst die Straßen nicht, dann musst du aber auch den Gegenplan machen irgendwie. Guckt euch mal Andromeda an. Hätte ich jetzt auch gesagt, wollen derselbe Gedanke. Mass Effect Andromeda, spielen wir gerade, haben wir Spaß dran. So, eine Fässer halt mit deinem... Ne? Moonbuggy da durch die Gegend, auch durch unwegsames Gelände. Ja, das geht alles irgendwie. Mhm. Aber es entzerrt auch die Locations. Das heißt, dann hast du hier mal einen Spot und da hast du mal einen Spot. Haben wir auch im Spiel, aber die sind nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Da ist mehr los. Und das sieht völlig anders aus. Es ist optisch ein ganz anderes Spiel. Es ist halt sehr großflächig, ziemlich episch auch, klar, alles riesig und so weiter, aber das ist ein anderes Pacing. Pacing bedeutet, ne, die Dinge kommen in anderen Abständen so. Du kannst nicht durch die Welt laufen und erwarten, dass irgendwie um die nächste Ecke irgendwie ein NPC steht, der mit dir redet, oder um die nächste Ecke irgendwie eine Truhe, die man plündert und so weiter, sondern du setzt dich immer wieder in dein Auto rein, fährst dann ein Stück und dann hast du wieder so eine, das macht die Welt anders, so, ja. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, bei unserem Brainstorming für Elex dann zu sagen, dass was geil wäre, wir fliegen, ja. Und das haben wir auch schon mal gehabt. Wir haben Levitation gehabt. Wir haben mit einem Papagei geflogen in der Risen-Serie, ja. Und da haben wir gesagt, so, das werden wir einfach weiter ausbauen und du kannst tatsächlich irgendwann am Ende komplett fliegen mit deinem Jetpack. So. Das kam dann bei dem Brainstorming warum? Mhm. So. Am Anfang, im ersten Teil, nur recht irgendwie um Abgründe zu übergedönsen und so weiter. In Elex 2 kannst du tatsächlich richtig fliegen am Ende, so, ja. Mhm. Und das ist dann Brainstorming. Das kommt dann dabei raus, bei so einem Brainstorming. Dass du sagst, okay, du hast super viele Ideen und dann suchst du dir irgendwann die beste raus, die dann auch umsetzbar ist. Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, das einen Impact hat aufs komplette Spiel. Ja. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die alles beeinflusst. Also das komplette Gameplay und was für eine Art Rollenspiel das ist. Ne? Rage zum Beispiel hat so Hubs gemacht und so, ist dann wieder ein anderes Spiel. Das war Gegenden, wo du nur fahren konntest, Gegenden, wo du nur reden konntest mit NPCs und Gegenden, wo du nur rumballern konntest. Genau, auch so könnte man das umsetzen und so. Da muss man sich über solche Sachen Gedanken machen. Es gibt aber auch so Entscheidungen, wo einem ein Brainstorming hilft, im Kleineren. Also zum Beispiel nur in den verschiedenen Departments. Ich sag mal, im Story-Department zum Beispiel, da gibt es so Momente, wo du dann denkst, so, ich muss jetzt ein neues Problem, einen neuen NPC oder eine neue Quest designen. Hilft einem das irgendwie gerade nicht weiter, weil man ein Brett vor Kopf hat. Und in so einem Moment ist es manchmal mega hilfreich, wenn man sich 2, 3 Kollegen ranholt, die sich dann mit dir zusammen dahinsetzen und gemeinsam brainstormen, was würde uns denn jetzt Spaß machen? Ja. Was passt zum Spiel, das wir bis dahin designt haben? Und worauf hätte der Spieler vielleicht Bock? Was für Quests hatten wir da noch nicht? Und so weiter und so fort. Und auf einmal fängt man an, sich zu unterhalten und dann sprudeln Ideen. Und in dem Brainstorming entstehen dann neue Quests, NPCs und so weiter. Das finde ich auch mega hilfreich. Deswegen ist das Brainstorming für uns ein ganz, ganz hilfreiches Mittel, um abwechslungsreich, vielseitig und trotzdem miteinander abgesprochen Dinge zu entwickeln. Einfach. Das ist halt eine Arbeitsmethode, ne? Ja. Und Department bedeutet Arbeitsbereich, Story-Abteilung, wenn du so willst. Ne? Genau. Story-Abteilung, da gibt es die Game-Design-Abteilung, was bei uns in den meisten Fällen dasselbe ist. Ne? Das heißt, alle Story-Designer sind auch Game-Designer. Ja. So, weil wir halt
unsere Sachen echt viel designen müssen bei unseren Spielen, weil ja, sehr viel drin ist an Gameplay und Zeugs. Und das ist natürlich dann immer behaftet mit Ideenfindungsphase. Ne? Das ist Brainstorming, du brauchst Ideen, du brauchst frischen Wind und so. Und das sind dann nicht nur die alten Säcke, die dann da drin sitzen, sondern auch die jungen Wilden, ja, die Neulinge, die dann irgendwelche frischen Ideen mit reinbringen. Weil da ist man darauf angewiesen, dass man tatsächlich auch mal sein angestaubtes Game Design Zeug und Sachen, wie man sie gemacht hat und so, auch mal irgendwie aufbricht und sagt, okay, wir versuchen jetzt mal was Neues. Mhm. So, ne, damit man nicht wirklich immer dasselbe macht. So, das ist nämlich auch nicht cool am Ende des Tages. Wann wird denn aus einem Brainstorming eine verbindliche Sache? Wie läuft das und wer entscheidet das? Das werden wir auch oft gefragt, ne? Weil Ideen kann man viel haben. Mhm. Naja. Das nächste wäre, die Ideen halt zu prüfen. Also nehmen wir an, wir hätten jetzt schon ein Pro-Contra gemacht. Ja. Dann würde man relativ schnell sehen, für das Spiel, was man jetzt schon designt hat, welches von den Fortbewegungsfeatures beispielsweise, um dabei zu bleiben, Sinn macht und was Spaß macht, was vielleicht auch nichts kaputt macht. Und da hat sich recht schnell herausgestellt, aha, Fliegen kennen wir uns schon ein bisschen mit aus, aufgrund der Beispiele, die Björn gerade genannt hat. Aus den vorherigen Spielen, richtig. Mhm. Es ist etwas, das nimmt nicht so viel Platz weg. Ne? Das heißt, wir müssen den Level nicht dafür umbauen, ne? Weil du kannst es an den NPC dran packen. Nicht an den NPC, sondern an den Player-Charakter. Mhm. An den NPC auch, aber an den Player-Charakter vor allen Dingen, weil den steuerst du ja selber. Und so ein was anderes machen, nimmt halt sehr viel mehr Platz weg. Es ist was Eigenes irgendwie. Und dann haben wir diese ganzen Dinge aufgeschrieben und festgestellt, ja, das macht am meisten Sinn. Und dann wird recherchiert, ja. Also wer hat dieses Feature denn schon mal gut umgesetzt? Und warum hat das da Spaß gemacht? Und dann guckt man sich das an. Bei uns war das so, dass wir halt bei lustigerweise Lego Marvel Superheroes der Meinung waren, der Iron Man, der ist besonders cool, der fliegt sich besonders cool. Und es wäre total cool, mit so einem Iron Man auch durch unser Spiel fliegen zu können. Und deswegen orientierte sich der halt so ein bisschen, in was die Steuerung angeht, so an diesem Iron Man Charakter. Ja, das Gefühl, was man dabei hat, wenn genau, man da rumfliegt und so, das wollten wir transportieren. Ja. Ja. Und dann kommt als nächstes irgendwie, wie baut man es denn ein? Also es gibt ein paar schlaue Köpfe, die dann wissen, wie programmiert man das, wie macht man das, wie soll's aussehen und so weiter. Und dann bekommen die verschiedenen Abteilungen quasi auch wieder ihre Aufträge, das Ding umzusetzen. Das heißt, wie sieht denn das Jetpack aus? Braucht es einen Effekt, ne? Oder, ne? Hast es am Rücken? Hast es am Gürtel? Ja. Ist es in den Händen wie bei Iron Man tatsächlich? An den Füßen? Ja. Und wir haben uns dann an den Gürtel entschieden, weil man hinten drauf auch noch Schilde tragen können möchte und auch noch die Waffen und hin und her und solche Dinge. Das heißt, die Rüstungen sollen dann auch cool aussehen, da soll man auch irgendwie so ein Umdings haben und Lappen und so was. Ne? Da hast du möglichst wenig Durchdringungen mit anderen Materialien und so weiter. Der Bogen ist auf dem Rücken und solche Dinge, da hast du da wenig Platz irgendwie. Da, natürlich geht das alles irgendwie, aber wir haben uns dazu entschlossen, das so zu machen. Mhm. Ja, ist das anatomisch richtig? Ist das physikalisch korrekt? Bestimmt nicht, aber es interessiert uns auch in dem Moment nicht. Hauptsache es ist irgendwie cool so, ne? Und einigermaßen irgendwie nachvollziehbar, was es sein soll. Und darum geht's dann auch dabei. Weil im Brainstorming kann nämlich dann auch passieren, dass man sagt, wie setzt man das Jetpack denn um? Ja, tatsächlich so solche Dinge dann da reinkommen. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel, ich muss ja hinten irgendwie sowas wie einen Rucksack haben, damit das überhaupt funktioniert. So, ne? Am besten noch vorne, hinten und hinten. Wenn nur hinten düse, dann würde man sich im Kreis drehen und solche Dinge. Ja, physikalisch korrekt. Haben wir, glaube ich, auch mal eine Sendung zugemacht, ne? Mhm. Über physikalisch korrekte Dinge und so weiter. Der Spieler akzeptiert einige Sachen, einige Abstraktionsgrade, wie zum Beispiel die Milchflasche in der Kuh. Na, ich loote eine Kuh, die ich gerade umgehauen habe, brauche eine Milch und dann ist da eine Milchflasche drin, was völliger Blödsinn ist eigentlich, aber ne, ist halt so. Mhm. Das akzeptiert ein Spieler, sage ich immer gerne. Ist immer so ein geflügeltes Beispiel so, ja. Ja, so sieht das aus. Genau. Und dann wird es, wenn man diese ganzen Dinge festgelegt hat, einfach mal umgesetzt. Ja, möglichst früh. Denn ein Feature, das sehr weitreichend eingreift ins Gameplay, ist gut, wenn man es früh hat, damit man es auch frühzeitig testen kann, um noch Dinge abzuändern. Und das haben wir gemacht bei diesem Beispiel. So, und solche Sachen entscheiden wir meistens gemeinsam im Gespräch. Ja. So, ja. Gibt natürlich immer einen, der das letzte Wort hat.
aber dieses letzte Wort ist bei uns selten wirklich nötig. Mhm. So, dass man wirklich sagt, so, ich will das aber jetzt so, jetzt ist gut, die Diskussion beendet oder so. Meistens ist es so, man redet darüber, kriegt dann ein Ergebnis und dann sieht man auch ein, ob man da irgendwie mit seinem Brainstorming über das Ziel hinausgeschossen ist oder nicht. Ja. Das ist eigentlich ziemlich eine gemeinschaftliche, ist immer ein Teamwork, sowas. Mhm. Gut. Hast du eine Community-Frage? Ja, ganz bestimmt. Finde ich auch eine schöne Frage. Weiß man, wer die PlayStation-Version von Elex 2 umgesetzt hat? Haben die Piranhas das selber portiert oder wurde das extern gemacht? Das ist die Frage. Die PlayStation was? Version. Hast du PlayStation 2 gesagt? PlayStation-Version von Elex 2. Ach so, okay. Ja, ja, wir. Ja, wir haben das alles selber gemacht. Wir haben das selber gemacht, ja. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, Konsolen mit in die Waagschale zu schmeißen, das war das erste Mal bei Risen 1, mhm. Ja, da haben wir waren wir noch angewiesen auf externe Hilfe. Musste so. Erstmal lernen, wie geht das denn überhaupt? So. Ja. Und mittlerweile machen wir das alles in-house. Das nach heißt, und nach haben wir das dann uns selbst beigebracht, kann man sagen. Genau, es gibt ein Programmierteam, die das machen. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir auf dem PC entwickeln. Also jeder von uns hat einen PC und macht das Spiel. Und dann gibt es ein Team an Programmierern, die dann möglichst zeitgleich das Ding dann auf die unterschiedlichen Konsolen portieren. Und dann entsteht quasi nebenbei immer diese Version. Und diesmal gab es halt die Besonderheit, dass wir genau in der Phase zwischen den alten und neuen Konsolenversionen irgendwie rauskommen, so dass wir sowohl die gängigen PlayStation 4 als auch Xbox One noch bedienen wollten, als auch die neuen schon bedienen. Mhm. Also hier die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Und deswegen sind es halt so viele geworden. Das war auch sehr aufwendig. Naja, und aber haben wir irgendwie dann auch hingekriegt. Ja, gut. Vielen Dank für die Fragen und wir sind hoffentlich nächste Woche wieder hier zusammen. Treffen wir uns hier bei Piranha Becken TV. Genau. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. Und bevor gefragt wird, was das da ist, das hat mir meine Mutter mal geschenkt. Das ist ein Skelettkrieger. Hat von irgendwas. Das ist kein Computerspiel, ist einfach so, finde ich cool. Ja. Ja.